auf euch und willkommen hier zum nächsten Spieltag der Matchdecks Sommer-WM. Willkommen hier zur Gruppe C. Freiburg gegen Mainz und Hertha gegen Hoffenheim heißt es hier heute. Die Berliner haben am ersten Spieltag nur einen Punkt mitgenommen, die Hoffenheimer 3. Mainz 0 und Freiburg logischerweise auch einen Punkt, weil sie gegen Hertha unentschieden gespielt haben mit einem 1:1. 7 Päckchen, die dürfen auch nicht fehlen, die 7 Matchdecks-Päckchen hier pro Spieltag. Ich bin gespannt, also wenn Hertha heute keinen Punkt mindestens mitnimmt, dann war's das und dann sind die Herthaner ausgeschieden. Howe, Hertha BSC an dieser Stelle. Ja, ich drücke natürlich den Berlinern die Daumen, mal gucken, wer hier heute zuschlagen kann, wie es am Ende ausgeht. Let's go, Leute. Abfahrt, erstes Pack, erste Halbzeit. Wir gehen rein. Und da starten wir mit... Oh, ich habe eine Club 100 hier im Pack. Anthony Modest, der bringt uns hier gar nichts. Mike Franz, der bringt uns was. Das ist der erste Torabschluss und das erste Tor. Freiburg 1:0. 1:0 Freiburg. Dann haben wir Serge Gnabry, Lars Bender und Jadon Sancho. 101, 101. Ja, die Dortmunder Karte hätten wir morgen gebraucht. Weil morgen 19 Uhr... Da geht's wieder richtig ab. Dortmund, Leverkusen, Bayern, Leipzig. Hauke Wahl von Kiel. Dann haben wir Linzmeier, Adam Czalai. Und das ist das 0:1 für die TSG. Ja, Hoffenheim führt gegen Hertha BSC. Oliver Fink und Philipp Kostic, Frankfurt. Aber das Positive ist, wir haben noch so viele Päckchen, da kann noch so viel passieren. Jonathan de Guzman, Yuya Osako, Dennis Zakaria, Guyavogi und das Mainzer Logo. Mainz mit dem Doppelpack. Ich würde sagen, wer hat's gemacht bei Mainz? Niakate? Oder wer könnte es von Mainz noch gewesen sein? Komm, ich leg mich einfach fest auf Niakate. Niakate mit dem Doppelpack. Komm, Niakate Doppelpack, Leute. Und das ist das 1-2. Das ist das 1-2 und das ist auch der Halbzeitstand. 1-2 Freiburg, also für Mainz, und 0-1 in Berlin für Hoffenheim. Ein Glück haben wir hier noch 4 Päckchen am Start, ne? Ein Glück, Alter. Weil in diesen 4 Päckchen kann sich nicht nur eine Partie drehen, können sich beide Partien noch komplett ändern. Lute, und da ist es doch. Kick. Karim Rekik 1:1, Leute. Karim Rekik 1:1. Ausgleichstreffer. Und dann haben wir noch den Edi Milson Fernandes. Und das ist das 3:1 für die Mainzer gegen Freiburg. So. Laurent Jans. Paderborn, Trimmel, Union, Upamecano von Leipzig, Mario Götze und Linzmeier. Komm, na, Belfodil, der Frechdachs. Ishak Belfodil, und die Hoffenheimer gehen wieder in Führung 1:2. 1:2 TSG Hoffenheim. Wenn Hertha heute verliert, Leute, ihr wisst, Hertha ist dann raus und ich habe nur noch ein Pack. Und das bedeutet, wenn jetzt hier in diesem Pack nicht der Ausgleichstreffer kommt, war es das, glaube ich. Ich müsste nochmal ausrechnen, ob das wirklich es dann gewesen ist. Davis, Dragovic und die Hertha Clubkarte. Ich fasse es nicht. Hertha BSC, Leute, es gibt 18 Clubkarten und genau jetzt kommt die Hertha Clubkarte. 3:2. Ich würde sagen, wer hat's gemacht? Ibisevic? Vedat Ibisevic. Legen wir uns fest. Vedat Ibisevic mit dem Doppelpack. Was geht hier ab, Junge? 3:2 gewinnt die Hertha doch noch ganz am Ende. Alter Falter, das bedeutet, Hertha hat jetzt 4 Punkte, Freiburg hat 1 Punkt, Mainz hat 3, Hoffenheim hat 3. Also Hertha kann rein theoretisch trotzdem noch rausliegen, Leute. Also das ist so spannend hier in der Gruppe C. Allgemein in jeder Gruppe ist es spannend, ne? Gruppe A ist auch spannend, B ist spannend, D ist sowieso spannend mit Dortmund, Leipzig, Leverkusen und den Bayern. Leute, ich bin raus, wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich bin raus, haut rein und tschüssi!